Also man sieht irgendwie, die linke Gegenöffentlichkeit ist in eine Bedrängnis geraten. Die einen werfen den anderen vor, ihr seid Lügenpresse. Die anderen werfen ihnen vor, ihr seid alternative Fakten. Also mit anderen Worten sagen sie im Grunde auch, ihr seid Lügenpresse. Wenn aber Zusammenhänge wegfallen, dann kann man nicht mehr so richtig verstehen, was passiert. Und ich glaube, was wir ganz viel wahrnehmen in den Medien ist, dass ganz viel moralisiert wird, aber ganz viel historisch, politisch, ökonomisch eigentlich ein Unwissen und eine Inkompetenz besteht, mit bestimmten Problemen umzugehen. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute Lukas Meißner vorstellen. Er hat Philosophie, Soziologie und Komparatistik in Tübingen, Berlin und London studiert, danach promoviert am Max-Weber-Kolleg für Kultur- und sozialwissenschaftliche Studien in Erfurt, lehrt derzeit als Dozent an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena und hat sich ganz intensiv mit Medien und Medienlandschaft in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft beschäftigt, ist heute unser Gast bei Hax und Heute. Ich begrüße Sie recht herzlich, Herr Meißner. Schön, dass Sie da sind. Schön, ich freue mich, hier zu sein. 2014 war das Unwort des Jahres das Wort Lügenpresse. Wenn Sie dieses Wort hören, was geht Ihnen durch den Kopf? Naja, wenn man das Wort Lügenpresse hört, sieht man natürlich zunächst mal Pegida sozusagen vor sich und die Vorstellung von Leuten, die mit Medien ein großes Problem haben und gleichzeitig denken, dass Medien geschlossen lügen. Ich würde das Wort nicht so verwenden, ohne andererseits aber die Medienkritik sein zu lassen. Also für mich hat das Wort verschiedene Schwierigkeiten, beispielsweise, dass man die Idee hat eines homogenen Blocks, sozusagen Medien sind ein homogener Block und die sind sozusagen von oben gesteuert oder so und es gibt einzelne Individuen, die dann explizit lügen, aber ich würde sagen, so bewusst funktioniert dieses Spiel nicht. Wir haben trotzdem eine relativ homogene Medienlandschaft in vielen Bereichen, würde ich sagen. Das ist ein Problem, das muss man verstehen. Das Wort Lügenpresse ist aber tendenziell problematisch, würde ich sagen. Artikel 5 Grundgesetz sagt, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Peter Hax seinerseits sagt, ein Land, das Medien hat, braucht keine Zensur mehr. Frage an Sie, haben wir eine freie Presse in Deutschland? Naja, die Frage ist, was eine freie Presse ist, ne, wie man sie definiert. Also wenn man eine freie Presse so definiert, dass man keine Zensurbehörde hat, die überprüft, ob das Richtige gesagt wird oder nicht, dann haben wir auf jeden Fall eine freie Presse. Die Frage ist, ob die Presse, die wir haben, eine kritische Öffentlichkeit zulässt. Eine kritische Öffentlichkeit, die sich fragt, ob die Dinge, die behandelt werden, wirklich bei den Leuten ankommen, die hinterfragen können. Eine kritische Öffentlichkeit, die fragt, was sind eigentlich die Zusammenhänge von bestimmten Dingen, die passieren. Und meines Erachtens werden viele Zusammenhänge schlicht und ergreifend nicht hinterfragt und befragt. Das hat meines Erachtens viel damit zu tun, dass man die politische Ökonomie und ein bisschen darum, wie dieser Kapitalismus, in dem wir uns befinden, funktioniert, nicht gerade voraussetzen kann bei vielen Medienschaffenden. Und das führt dann andersherum dazu, dass man ein relativ homogenes Meinungsbild in vielen Bereichen hat. Das ist nicht in allen. Es gibt auch wirklich linke Presse. Die ist dann nochmal weit links von der Taz beispielsweise, aber die Taz gilt ja allgemein so als das linkeste Leitmedium, was man sich denken kann. Also es gibt diese Presse, aber die ist verschwindend gering und die ist heutzutage auch wieder in finanziellen Engpässen natürlich. Also wir sehen das am ND zum Beispiel derzeit. Die Oxy, diese kritische Wirtschaftszeitung, muss jetzt als Blog sich umfunktionieren und kann nicht mehr veröffentlicht werden in Printformat und viele weitere Zeitungen auch. Also man sieht irgendwie, die linke Gegenöffentlichkeit ist in eine Bedrängnis geraten. Und die liberalen Medien haben damit scheinbar nicht so ein großes Problem. Und ja. Bleiben wir aber trotzdem vielleicht nochmal bei dem Stichwort Medienkritik. Wir haben, wenn wir die Medien anschauen, tatsächlich ja so eine Art Gegenüber von Medien, die von den einen als Lügenpresse bezeichnet werden und den Kritikern, die von den anderen wiederum als alternative Fakten oder Verstörungstheoretiker betrachtet oder bezeichnet werden. Heißt also, Medienkritik ist angebracht oder ist nicht angebracht? Auf jeden Fall angebracht. Nur Medienkritik muss auch die alternativen Fakten, die sogenannten, mit einbeziehen, genauso wie sie die bürgerliche Presse einbeziehen muss. Also ich würde das bürgerliche Presse nennen oder wegen mir auch ein liberales, großes Haus, in dem verschiedene Spektren zwar abgebildet werden, aber eine radikale Systemkritik eben nicht
wirklich stattfindet. Das fehlt sozusagen weitläufig, eben außer ganz am linken Rand dieses gesamten Medienapparats, was dann wenig Leserschaft findet. Das Interessante ist ja, dass die einen werfen den anderen vor, ihr seid Lügenpresse, die anderen werfen ihnen vor, ihr seid alternative Fakten. Also mit anderen Worten sagen sie im Grunde auch, ihr seid Lügenpresse. Jetzt hat man die Vertreter der einen, die den anderen sagen, ihr seid Lügenpresse, die anderen, die zurück sagen, ihr seid Lügenpresse. Und man hat so einen Patt, ja, so eine Situation, wo man sich gegenseitig Vorwürfe macht. Die Frage aber mal zu stellen, warum sehr viele Leute einfach einen Zweifel haben an dem, welche Berichterstattung stattfindet und was gesagt wird und etc. Dieser Zweifel ist scheinbar etwas, was nicht gern gesehen ist von der bürgerlichen Presse. Und andersherum scheint aber auch die alternativen Fakten, die sogenannten oder die alternativen Medien, eben auch nicht sehr kritisch auf viele Zusammenhänge zu blicken. Also beispielsweise scheinen sie nicht ein sehr starkes theoretisches, marxistisches, antikapitalistisches in Hintergrund zu haben, worin sie gebildet sind. Sodass man eben so ein bisschen davon sprechen kann, dass die beiden wie eine Art von Dialektik sind. Ne? Also sie beschuldigen sich gegenseitig, sie sind vermeintlich auf der ganz anderen, in ganz anderen Spektren, aber das Faszinierende ist, wo sie zusammenkommen, ist, dass sie beide nicht hinreichend kapitalismuskritisch und theoretisch versiert genug argumentieren. Dann greifen wir die Frage gleich mal auf. Warum zweifeln die Menschen an den Medien? An den Leitmedien, wenn man so will? Naja, ich würde sagen, ganz einfach, weil strukturell Zusammenhänge ausgeblendet werden in der Gängigkeit, wie Medien Berichterstattung liefern. Also als Beispiel hat man, also ein gutes Beispiel ist in innerdeutsch, innenpolitisch gesehen, ist die Frage von Hartz IV, damals der Agenda 2010 gewesen, wo man eigentlich durch die Bank, außer wie gesagt ganz links außen, was verschwindend gering war, davon gesprochen hat, das sind Sachzwänge hier, das ist alternativlos, das muss jetzt sein, das können wir gar nicht anders machen, wir haben Globalisierung, wir haben eine Standortdebatte und innerhalb dessen gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als das zu machen. Und Medien, die dann nicht sagen, warte mal, es geht hier um Politik, Politik ist die Kunst des Möglichen und nicht die Kunst des Alternativlosen oder des Unmöglichen, so à la Thatcher und Co. Medien, die das nicht hinterfragen und die nicht sagen, was sind eigentlich die eigentlichen Hintergründe hinter dieser Sachzwanglogik. Was ist eigentlich der eigentliche Hintergrund hinter der Agenda 2010 in diesem Beispiel? Wenn diese Medien diese Fragen nicht stellen, dann fragt man sich zunehmend als, sage ich mal, links gesotteter Mensch oder insgesamt auch als Mensch, der die kritische Öffentlichkeit gern hat, warum wird das nicht gesagt? Warum werden diese Dinge nicht thematisiert? Und so kann es dann sehr schnell natürlich kommen, dass man denkt, da werden Lügen erzählt. Ich würde sagen, es werden strukturelle Zusammenhänge ausgeblendet. Es wird strukturell ausgeblendet, was das mit diesem globalisierten politischen System zu tun hat und mit vor allem dem Zusammenhang zwischen Politik und Ökonomie. Und weil das nicht gesagt wird, deswegen zweifeln die Menschen an Medien und das ist auch vollkommen berechtigt. Und jetzt ist das Absurde aber, dass die bürgerliche Presse eben dann zurückweist, ich sage nur Stichwort Unwort des Jahres etc. etc., dass das alles völliger Humbug sei und völlig irrational. Aber wenn man das ernst nimmt, die Vorstellung von Pluralität und Demokratie und Meinungsbildung und kritischer Öffentlichkeit, all diese großen Worte, die uns immer um die Ohren geschlagen werden. Wenn man das ernst nimmt, dann muss man auch von einer Bevölkerung ausgehen, die das auch anwendet auf ihre Medienlandschaft. Und wenn die Medienlandschaft darin versagt, dann muss man auch Medienkritik üben. Und wenn man dann anfängt, diejenigen, die sagen, Medienkritik ist wichtig, abzustempeln und in eine bestimmte Ecke oder in eine bestimmte Schublade zu schieben, beispielsweise Medienkritik ist an sich rechts oder ist an sich völkisch oder ist es an sich problematisch, populistisch oder was auch immer es für Worte gibt, dann bringt man diese Leute logischerweise nicht zurück in den Dialog. Dann spricht man nicht miteinander als Gesellschaft, welche Art von Gesellschaft möchte ich haben, sondern dann gibt man sozusagen bestimmten Leuten eine bestimmte Fahne, die man ihnen anheftet und im Grunde sagt, ihr seid nicht diskursfähig. Und das fördert nicht gerade demokratische Teilhabe. Bevor wir auf das Stichwort Medienkritik nochmal gleich zurückkommen, Sie haben jetzt in jüngster Zeit ein Buch veröffentlicht, in dem Sie ein bisschen zusammengefasst haben, das Ergebnis einer doch längerzeitigen Beschäftigung mit dem Thema Medien und Medienkritik, würde ich vielleicht vorher noch einmal erkunden wollen, wie Medien funktionieren. Also wie die Mechanismen vielleicht sind, die dahinter stecken. Denn es gibt natürlich weder eine Zensurbehörde noch irgendeine zentrale Stelle, die irgendetwas leitet. Trotzdem gibt es natürlich bestimmte Auffälligkeiten. Wir haben nur mal spaßenshalber im Vorfeld dieser Unterhaltung ein bisschen recherchiert, stichprobenartig eigentlich, bei einem der Leitmedien bei Spiegel Online mal nachgeguckt und haben festgestellt, dass tatsächlich in den 365 Tagen nach dem 24.02. 2022 das Wort Angriffskrieg mit 2086 Fundstellen verzeichnet wird. In den 365 Tagen
nach dem 20. März 2003, dem Beginn eines anderen bewaffneten Konfliktes, kam man auf gerade 32 Fundstellen im gleichen Medium. Könnte man natürlich einwenden, damals wurde weniger publiziert, aber wir haben auch noch mal ein bisschen allgemeine Wörter geschaut und dann geguckt, okay, es gibt vielleicht einen Faktor von 1,52 im Falle Angriffskrieg, aber von tatsächlich über fast 65. Nun gibt es aber ja keinen im Kanzleramt, der da sitzt und sagt, der oder jener Konflikt ist als Angriffskrieg zu bezeichnen und alle anderen nicht. Wie funktioniert das also? Also welche Mechanismen stecken dahinter? Ja, also da ist einfach grundsätzlich erstmal festzuhalten, es sind offensichtlich beide Male Angriffskriege gewesen und scheinbar gibt es eine Beurteilung oder Bewertung, wenn die NATO Angriffskriege führt oder ein westliches Bündnis Angriffskriege führt, dann können wir das deklarieren als humanitäre Interventionen, als Eingriffe für mehr Frauenrechte, Wahlrecht und so weiter. Wenn das ein anderes Regime macht, ist es autoritär, totalitär, bösartig etc. Ne? Und das ist scheinbar schon mal eine ganz grundsätzlich unterschiedliche Bewertung von Angriffskriegen. Und das ist grundsätzlich erstmal problematisch. Wie kommt es jetzt dahin? Ne? Also ich würde, wie gesagt, nicht sagen, dass die Medien, das ist auch ein schwieriges Wort, das ist nun mal, es gibt viele Blätter, es gibt Leitmedien, es gibt alternative Medien, es ist ein komplexes Feld. Aber ich würde zunächst mal sagen, dass es medial die letzten 30 bis 40 Jahre, wie im Rest der Gesellschaft, auch eine Neoliberalisierung der Gesellschaft gab, also zunehmend eine Häufung von prekären Arbeitsbeschäftigungen, von mehr und mehr Unsicherheit am Job etc. Und das ist auch was das journalistische Gewerbe getroffen hat. Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der wichtig ist, um sich anzugucken, woher kommen möglicherweise unterschwelligere Arten, wie ein Meinungsbild sich homogenisieren kann, beispielsweise die Angst, etwas zu sagen, die dann geheftet ist an, werde ich dadurch meinen Job riskieren, vielleicht auch gar nicht so weit, werde ich vielleicht auch meine Leserschaft riskieren, das ist ja auch eine Sache, werde ich mein Milieu verschrecken mit dem, was ich sage. Ne? Also es scheint so eine gewisse, George Orwell hat das Grammophon-Mentalität genannt, das ist ein schönes Wort, also die bürgerliche Presse legt sozusagen ihre eigene Platte immer wieder auf und das ist gar nicht unbedingt so, dass das von oben vorgeschrieben wird, sondern dass Leute selber sich diese Platte auferlegen. George Orwell ist ein guter Fall. Ne? Die Liberalen denken, man kann ihn für sich beanspruchen. Er hat den bösen Totalitarismus des Ostens nur gegeißelt, aber tatsächlich war ein Orwell auch ein toller Kritiker der bürgerlichen Presse, was interessanterweise von der bürgerlichen Presse dann eher verschwiegen wird. Da sieht man beispielsweise so Immunisierungsstrategien der Presse, die da stattfinden. Also ein Aspekt, würde ich sagen, ist diese wirtschaftliche Seite des Journalismus, die wirtschaftliche Unsicherheit von vielen Journalistinnen. Marx hat es den stummen Zwang der Verhältnisse genannt, der neoliberal sozusagen mittels eines politischen Primats sich umsetzt, jetzt auch, also explizit umgesetzt wird in verschiedenen Bereichen. Das sehen wir, glaube ich, auch beispielsweise in der Wissenschaft. Also wenn ich immer nur ein Jahresverträge habe oder nur ein halbes Jahr Vertrag habe und die mich regelmäßig neu bewerben muss, dann ist es schon mal klar, dass ich nicht gerade zum kritischen Denken angehalten werde, ne? Sondern ich werde gucken, wie werde ich weiter beschäftigt werden können. Also wenn ich keine wirtschaftliche Sicherheit habe, führt es schon mal zu weniger gedanklicher Freiheit und das setzt sich dann natürlich auch medial um. Ich glaube, das ist ein Aspekt. Und ein zweiter Aspekt ist, glaube ich, insgesamt diese neoliberale Hegemonie seit 89, 90, 91, also seit dem Wegfall der Systemalternative, dass die Vorstellung, dass der Kapitalismus der Sieger ist und auch es eigentlich nichts anderes gibt. Ja, es gibt ja diese schönen Sprichwörter, es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus und solche Dinge. Wenn man in so einem Mindset groß wird und aufwächst, dann ist es klar, dass man nicht mehr nach den größeren Zusammenhängen fragt, sondern man fokussiert sich sozusagen auf Detailfragen und sieht nicht mehr, wie hängt das zusammen, global, in der politischen Ökonomie, mit Kapitalismus, mit Ausbeutung, das wären eben marxistische oder auch sozialistische Termini. Die werden nicht verwendet, deswegen fallen Zusammenhänge weg. Wenn aber Zusammenhänge wegfallen, dann kann man nicht mehr so richtig verstehen, was passiert. Und ich glaube, was wir ganz viel wahrnehmen in den Medien ist, dass ganz viel moralisiert wird, aber ganz viel historisch, politisch, ökonomisch eigentlich ein Unwissen und eine Inkompetenz besteht, mit bestimmten Problemen umzugehen. Und das hängt, glaube ich, ganz stark mit diesem antikommunistischen Weltbild zusammen, was wir seit 89, 90 stark vertreten haben. Und beispielsweise in der Medienlandschaft, das wurde auch verschiedentlich untersucht, ich sage nur Stichwort Treuhand und andere Stichwörter, eigentlich der Abbau der DDR-Wirtschaft hat natürlich auch in einen Abbau derer geführt, die im Osten sozialisiert waren und da medial tätig sein konnten. Also heutzutage sitzen zum Beispiel vor allem Westdeutsche in Redaktionen im Osten und so weiter. Ne? Auch das spielt da eine Rolle, dass eine bestimmte Alternative zu dem System, in dem wir leben, sich vorzustellen, nicht mehr vorhanden ist. Und wenn das aber nicht vorhanden ist, dann kann ich die Probleme eigentlich gar nicht erklären. Ich muss sozusagen so Scheinlösungen, Scheindebatten
personifizierende Debatten etc. führen und kann nicht mehr strukturell mir angucken, was das eigentliche Problem ist. Und ich würde sagen, das ist so der zweite große und entscheidende Faktor. Es gab ja bei Angela Merkel das große Stichwort Alternativlosigkeit zu bestimmten politischen Vorhaben. Nun gibt es aber eine Alternative für Deutschland. Zumindest eine Partei, die sich selber so bezeichnet, sich selber auch so darstellt, sind wir wieder bei dem Punkt Medienkritik, weit verbreiteter Medienkritik. Wo müsste sich denn aus Ihrer Sicht, sagen wir mal, vernünftige Medienkritik, wenn die, die dort geäußert wird, aus Ihrer Sicht nicht vernünftig ist, wo müsste sich denn vernünftige Medienkritik ansiedeln? Wo müsste die ansetzen? Ja, also zunächst mal zur Alternative für Deutschland ist natürlich ein Misnomer. Ja? Also die Alternative für Deutschland ist keine Alternative für Deutschland, sondern eine Fortführung des Deutschlands, das wir kennen. Also beispielsweise sagen sie, wir wollen die Wende vollenden. Was bedeutet das, die Wende zu vollenden? Das heißt offensichtlich, das neoliberale Strukturanpassungsprogramm des Ostens weiter durchzuziehen. Also die Alternative für Deutschland ist nun mal eine neoliberale Partei im Kern. Und das ist sicher keine Alternative zu der Alternativlosigkeit, die wir unter Merkel hatten. Also ich glaube, wir müssen, und darin genau versagt bürgerliche Presse. Bürgerliche Presse tut so, als sei die Alternative für Deutschland wirklich eine Alternative zu 16 Jahren Merkel-Neoliberalismus oder zu Scholz Politik. Tatsächlich ist sie aber keine Alternative dazu, sondern ist eine Fortführung derselben ökonomischen Politik plus nationaler, völkischer, anti-immigrantischer etc. Politik. Also das ist, glaube ich, erstmal die eine Sache, die wichtig ist, da zu betonen. Und das wird genau nicht gemacht. Und ich glaube, das ist auch mitunter, was dazu beiträgt, dass man heute stärker einen rechtspopulistischen Drall auch in der Gesellschaft vorfindet. Und das ist natürlich was sehr Problematisches aus linker Perspektive. Was ist jetzt vernünftige Medienkritik? Also ich würde sagen, vernünftige Medienkritik, ich habe es ja schon angesprochen, ist was, was strukturelle Zusammenhänge darzustellen imstande ist und das auch wagt. Und auch wagt zu sagen, ihr seid berechtigterweise, liebe Bevölkerung, seid ihr wütend. Das ist ja etwas, beispielsweise der Wutbürger war ja auch ein narratives Konstrukt der bürgerlichen Presse. Die Wutbürger, das sind alles Rechte, die kommen mit Demokratie nicht klar und die sind jetzt halt hier irgendwie autoritäre Charaktere und gegen die müssen wir jetzt halt irgendwas machen. Wut ist vollkommen berechtigt in einem ausbeuterischen System, in einem verdinglichten System, in einem System des Kapitalismus, das auf Armut und Spaltung der Gesellschaft basiert, ja, beispielsweise. Genauso berechtigt ist es, sich in so einem System, wo das Kapital eigentlich und die Profitlogik damit in erster Linie bestimmt, in welche Richtung es geht, global, aber auch national, in so einer Situation ist auch eine gewisse Ohnmacht, die die Menschen empfinden, völlig berechtigt. Also es ist, die Leute würden erst dann aus der Ohnmacht rauskommen, wenn sie sich politisieren würden, wenn sie zusammenkommen würden, wenn sie sich entlang von bestimmten Merkmalen solidarisieren würden und tatsächlich aufbegehren würden. Aber genau das wird eben auch von bürgerlicher Presse nicht gemacht. Also zunächst mal muss, glaube ich, eine linke Medienkritik oder eine Medienkritik, die vernünftig ist und was für mich so ähnliche Zustände wären, eine müsste aufzeigen, der Kapitalismus ist kein vernünftiges System. Ja, der Kapitalismus ist ein System, in dem wir ausgebeutet werden, in dem es, wie gesagt, eine extreme Armut-Reichtumsspaltung gibt. Und ohne den Kapitalismus zu thematisieren, kann man auch keins der ganzen anderen Themen, die als Probleme anstehen, wirklich thematisieren. Also zum einen muss man die Leute in ihren Emotionen ernst nehmen und kann nicht einfach sagen, ihr seid halt autoritär und Schluss und Ende der Diskussion. Man muss ernst nehmen, dass Leute da Diskussionspotenzial und Bedarf haben und sehen. Und dann muss man das versuchen, theoretisch fundiert darzustellen und Zusammenhänge aufzuzeigen zwischen den Emotionen, die die Menschen berechtigterweise haben, und ihren Lebenswirklichkeiten und dem Zusammenhang zwischen diesen Lebenswirklichkeiten und der globalen Wirklichkeit, die insbesondere eine kapitalistische Wirklichkeit ist und die uns ökologisch, politisch in viele Krisen führt. Und das, diesen Zusammenhang aufzuzeigen, ist etwas, was für mich vernünftige Medienkritik zu liefern hätte. Also es hilft nicht zu sagen, Jeff Bezos ist jetzt der Böse oder Bill Gates ist der Böse oder ich weiß nicht, oder sich irgendeinen Kapitalisten rauszusuchen und zu sagen, der ist sozusagen, steckt jetzt hinter allem, sondern man muss sich diese Gesamtstruktur des Kapitalismus angucken und erst dann kann man auch eine vernünftige Kritik üben, weil dann kann man auch erst aufzeigen, wohin die Reise gehen soll, nämlich in ein Gesellschaftssystem, was nicht mehr nach Profit organisiert ist und in dem der Mensch wirklich wieder der Zweck des Menschen wäre. Ich glaube, wenn man das nicht als Prämisse hat in Medienkritik, dann verkommt Medienkritik zu so einem Jammern auf entweder hohem oder niedrigem Niveau, aber jedenfalls kann sie nicht dahin führen, das eigentliche Problem zu beheben. Das klingt aber jetzt ein bisschen so, als wäre Medienkritik nach Ihrer Empfindung oder nach Ihren Vorschlägen eigentlich nur so eine Art stellvertretende Gesellschaftskritik.
dann könnte man ja andererseits sagen, wir brauchen uns mit den Medien an sich überhaupt nicht zu beschäftigen. Die bürgerlichen Medien sind, wie sie sind. Da lässt sich nichts ändern, solange sich die Verhältnisse nicht ändern lassen. Also lassen wir es sein. Warum sollte man sich mit Medien beschäftigen? Ich glaube, weil sich die Basis nicht verändert, wenn wir nicht eine Veränderung im Überbau haben, um das mal so zu formulieren. Also wenn wir nicht eine Veränderung im Bewusstsein haben, wenn wir nicht auf eine bestimmte Art und Weise eine Einsicht haben in Zusammenhänge, die gesellschaftlich da sind, dann können wir auch nicht materialistisch oder anderweitig was verändern. Also, dass so viele Menschen de facto Parteien wählen, die gegen ihre eigenen Interessen sprechen, beispielsweise, hat sehr viel damit zu tun, dass sie medial auf eine bestimmte Art und Weise informiert oder fehlinformiert werden. Beispielsweise wird gesagt, weiß ich nicht, wenn du in die oder jene Richtung gehst, dann kommt der Totalitarismus oder dann kommt der Autoritarismus oder so weiter, oder dann kommt der Osten oder dann haben wir wieder Sozialismus und da gibt es große antikommunistische Angstbilder und diese Angstbilder werden immer weiter geschürt. Das sind Angstbilder noch aus dem Kalten Krieg und die sind heute so präsent wie eh und je. Und solange Menschen diese Ängste in sich tragen, nicht auch sozusagen gesellschaftlich die größeren Zusammenhänge und die größeren Probleme anzugehen, so lange können sie eigentlich ihr eigenes Problem nicht behandeln und nicht verstehen. Und deswegen ist eine Medienkritik allein schon wichtig, auch als eine Ideologiekritik, also als ein Verständnis. Es steht uns etwas im Weg zu einer anderen Welt und was uns im Weg steht, sind nicht die Produktivkräfte oder die technischen Möglichkeiten. Uns steht zu einem gewissen Grad eine Ideologie im Weg, die beispielsweise sagt, die Gleichung hat nicht Kapitalismus gleich Kommunismus gleich Stalinismus gleich Gulag-System und so haben wir sozusagen die Alternative beseitigt. Ne? Und dieses Denken der Alternativlosigkeit ist genau was dahin führt, dass wir nicht wirklich über dieses bestehende System hinauskommen. Also ich würde sagen, das ist genau deshalb notwendig, damit man wieder Mehrheiten generieren kann. Und zwar Mehrheiten von links, Mehrheiten, die durchaus vernünftig, rational begründen können, warum etwas schlecht ist und was eine Alternative dazu darstellt. Das klingt natürlich jetzt trotz alledem, mit Verlaub gesagt, ein bisschen abstrakt. Ich versuche es mal mit etwas ganz Greifbarem. In einem rechten Blog finden wir dieser Tage die beiden Sätze: Hätten wir einen funktionierenden Rundfunk, so gäbe es diese Regierung schon lange nicht mehr. Und hätten wir eine funktionierende Regierung, gäbe es diesen Rundfunk schon lange nicht mehr. Und so findet eins zum anderen. Würden Sie diese Sätze unterschreiben? Ja, ich meine, das Problem daran ist meines Erachtens, also ja, jein, also darin ist ein Kern Wahrheit, glaube ich, aber das Problem ist daran, dass es auf die Regierung zum Beispiel reduziert wird. Ich glaube, das ist ein entscheidender Aspekt von, was ich eine vernünftige medienkritische Analyse sehen würde, die, wie gesagt, Zusammenhänge denkt und die deswegen transkapitalistisch sein muss und eine marxistische Gebildetheit haben muss. Nur so eine kann zum Beispiel aufzeigen und sehen, dass die Regierung ist nicht einfach der böse Scholz oder die böse Annalena Baerbock, sondern die Regierung steckt international und national in verschiedenen Konfliktsituationen, in denen sie bestimmte Sachen tun müssen. Also beispielsweise muss man, das hört man immer, wenn man mit Leuten in Kreisen des Reichstags und des Bundestages spricht, dann heißt es immer, ja, wir würden ja gerne anders, aber wir haben nun mal wir müssen nun mal für den Standort Deutschland und für die Arbeitsplätze sorgen. Ne? So, das ist dann so das Totschlagargument. Also ja, klar, wäre vieles andere besser, aber das können wir nicht, weil das ist halt notwendig und wenn wir das nicht machen, laufen uns die Wähler davon. Was ist der Hintergrund letzten Endes dieser Logik? Der Hintergrund dieser Logik ist eine Vorstellung, dass im Grunde nicht die Politik entscheidet, wie wir Politik machen, sondern dass die Wirtschaft entscheidet, welche Art von Politik gemacht wird. Also mit anderen Worten, Privatinteressen, Lobbyarbeit, etc. etc. Und das ist wiederum aber auch nicht zu erklären, wenn man das nicht einbettet in einen größeren Zusammenhang von Ausbeutung und Profitlogik und Kapitalismus, wovon ich schon gesprochen habe. Weil sonst tut man eben so, die Bösen sitzen da und wir müssen die nur sozusagen absägen und dann wird alles gut. Aber das sehen wir ja im Verlauf der bürgerlichen Demokratie und wer gewählt wird, da kann Partei X oder Y oder Z dran sein. Innerhalb des Kapitalismus wird die wohl nicht die eigentlichen Probleme angehen können. Also deshalb ist es, glaube ich, entscheidend, wenn man von der Regierung spricht, dass man sieht, die Regierung steht als Nationalstaat immer in einem Zusammenhang, der global ist und in einem Zusammenhang, wo die Regierung eben eigentlich nicht so frei entscheiden kann, wie wir das eigentlich denken. Und sie könnte erst in dem Moment diesen stummen Zwang der Verhältnisse brechen, wo sie
eine Mehrheit hinter sich hätte oder zumindest mehrheitlicher wäre von Menschen, die sagen würden, wir müssen radikaler die Systemfrage stellen. In dem Moment könnte sie wirklich was anderes machen und sie hätte den Rückhalt in der Bevölkerung. Solange das aber nicht passiert, hilft es nicht so viel, nur die Regierung als Problem zu sehen. Auch wenn ich sagen würde, die Regierung, die wir gerade haben, ist ein Problem. Aber es ist sozusagen eindeutig zu klein gedacht und denkt nicht die Zusammenhänge, in denen diese Regierung auch mit sich befindet. Wir hatten eben das Grundgesetz schon mal beim Wickel und haben es zitiert. Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung sind gewährleistet. Pressefreiheit ist das eine Schlagwort, das andere ist das von den unabhängigen Medien. Wie unabhängig sind denn unsere Medien Ihrer Meinung nach? Naja, also beispielsweise sind sie erstmal ganz abhängig von Konsum, ja, von Kaufkraft, von Menschen, die sie lesen. Und das ist ein erster Punkt. Also es ist schwierig, unabhängige Medien zu bilden, wenn ich gleichzeitig davon abhängig bin, dass ich Sponsoren habe, dass ich irgendwie eine Finanzierung meiner Mittel habe. Das sehen wir an allen links außen stehenden Medien heute, dass die eigentlich alle in einer finanziellen Krise sind. Dass da meistens Arbeitsstrukturen intern reproduziert, wo die Leute sich selber ausbeuten müssen, nur um diesen Betrieb am Laufen zu halten. Also es ist wieder eine Individualisierung des Problems da. Aber wir sehen bei diesen linken Medien beispielsweise, dass das Finanzproblem ein ganz gewichtiges Problem ist. Also wie unabhängig kann ich sein, wenn ich unter einem wirtschaftlichen Druck und in einer wirtschaftlichen Zwangssituation die ganze Zeit entscheiden muss? Ich glaube, das ist zum Beispiel eine der Grundlagen, die Marx anders analysiert hat als die liberalen Vordenker, dass es eben, dass die Ökonomie mitbedacht werden muss. Also eine freie Wirtschaft ist nicht unbedingt eine freie Menschheit, sondern vielleicht eher genau das Gegenteil davon, ne? Eine deregulierte Wirtschaft ist unter Umständen genau eine Menschheit, die sich nicht mehr selbst regulieren kann und so weiter. Und das ist erstmal was, was man hierzu bedenken muss und was wichtig ist. Bei aller offiziellen, de jure, juristisch festgesetzten Unabhängigkeit gibt es ökonomisch schlicht und ergreifend keine Unabhängigkeit. Das ist dasselbe bei Staaten und Regierungen, wovon wir es eben hatten. Die sind auch nicht frei zu entscheiden, was sie wollen. Die sind auch in Abhängigkeitsverhältnissen. Und das ist, glaube ich, ein ganz fundamentaler Punkt, um das zurückzuweisen. Ein anderer ist eben, dass man sich die Frage stellen kann, warum es diese Homogenisierung des Meinungsbildes in bestimmten Fällen gibt. Das ist auch nicht überall der Fall, aber in vielen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, sich anzugucken, welche weltanschaulichen Vorurteile die Menschen die ganze Zeit mitbringen. Stichwort Antikommunismus, Stichwort keine wirkliche Analyse von Zusammenhängen, sondern nur reinzoomen in bestimmte Dinge. Stichwort Alternativlosigkeit. Wenn ich sozusagen das Ganze paradigmatisch als meine Welt sehe, dann habe ich keinen Blick mehr auf die Welt, wie sie wirklich ist, sondern dann habe ich immer schon diese Filter und mit diesen Filtern das ist schwierig durchzugucken. Ne? Die müsste man erstmal umbauen oder abbauen. Und solange das nicht passiert, ist man weder unabhängig im Sinne von Weltbildern, paradigmatisch im Sinne von einer bestimmten Ideologie, die stattfindet, noch ist man unabhängig von wirtschaftlichen Zwangslagen. Und in den zwei Hinsichten sind unsere Medien definitiv nicht unabhängig. Aber Sie haben das gerade eben fokussiert ein bisschen auf linke Medien, die unter wirtschaftlichen Zwängen leiden oder sich da in bestimmte, sagen wir mal, prekäre Verhältnisse begeben müssen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wie sieht es denn bei den sogenannten Leitmedien aus? Da könnte man ja sagen, wir nehmen Medium XY, es gibt irgendeinen Skandal bei irgendeinem großen Autobauer und obwohl eben dieser Autobauer dort Anzeigen schaltet in der Zeitung oder in der Zeitschrift, können die kritisch über diesen Autobauer berichten. Dann ist doch dort aber letzten Endes die Unabhängigkeit gewährleistet, oder? Naja, ich würde sagen, in dem Moment, wo beispielsweise die Zeit oder der Spiegel oder ein anderes Leitmedium wirklich Positionen vertreten würden, die systemisch ein Problem an die Wurzel angreifen, an der Wurzel angreifen, in dem Moment hätten sie Probleme, sich zu finanzieren. Davon würde ich ausgehen. Also sowohl in Bezug auf ihre Leserschaft, die eine bürgerliche Leserschaft ist, auch, als auch in Bezug auf diejenigen Leute, die mit Geld im Hintergrund dieser Medienhäuser stehen. Also von Öffentlich-Rechtlichen ist das ähnlich. Also da hat man nochmal die Parteienproblematik, dass im Hintergrund jeweils parteienpolitisch eine Rolle spielt, wer da jeweils sitzt und mitentscheidet über das Programm und die Linie etc. Aber im Grunde hat man auf beiden ein ähnliches Problem. Also die Spiegel und Co. sind genau deshalb in der Lage, sich wunderbar zu reproduzieren und zu finanzieren, weil sie halt eine bestimmte Meinung kundtun. Und wenn sie aufhören würden, diese Meinung kundzutun, wäre es, glaube ich, für sie sehr schwierig.
Ich meine, Rosa Luxemburg hat so schön gesagt, erst wer sich bewegt, fühlt seine Ketten. Ja? Der Spiegel bewegt sich nicht. Also fühlt er sich frei. Hax, kommen wir auf ihn nochmal zurück, Gerne. sagt in einem Aufsatz, in einem Essay, den er 1990 geschrieben hat, also kurz nach den weltpolitischen Ereignissen 89, 90. Die Medien lügen mit wahren Bildern und Geräuschen. Dass sie lügen, das ist ja allgemein, das ist ja bekannt und ein Gemeinplatz. Alle wissen, dass die Medien lügen, aber alle sind entschlossen, das, was sie wissen, nicht zu glauben. Sie fahren fort, sich nach den Medien zu richten, als so, als lügen sie nicht. Was sagen Sie? Lügen die Medien? Naja, also ich glaube, Hax muss man ja auch in den Kontext einbetten, in dem er das gesagt hat. Was versteht er unter dieser großen einigen Lüge, sozusagen diesem Lügenmoment der Medien? Was Hax darunter versteht, ist, dass Medien strukturell die Alternative ausblenden zu dem herrschenden System. Und in dem Moment, wo ich die Alternative strukturell ausblende, lüge ich insofern, als ich sage, es gibt nur das, was wir hier haben. Also wir müssen sozusagen innerhalb des Kapitalismus können wir ein bisschen sozialdemokratischer werden oder ein bisschen grüner oder ein bisschen Dinge grün anstreichen oder ich bin liberaler oder ich tue so, als sei ich Christdemokrat und bin misogyn oder so. Aber ich kann irgendwie da verschiedene Facetten daran verändern auf einer Oberfläche, aber ich kann nicht wirklich tiefgreifend eine Veränderung befürworten oder agitieren. Und das ist, würde ich sagen, was wichtig ist zu verstehen, auch wenn Hax darüber schreibt. Diese eine Lüge ist im Grunde die Lüge der Alternativlosigkeit. Und die Alternativlosigkeit und der Sachzwang ist etwas, was uns im Grunde fast durch die Bank vermittelt wird. Also zumindest von allen bürgerlichen Medien durch die Bank immer wieder vermittelt wird. Wie gesagt, mit dem Argument, wenn wir das nicht haben, das ist noch das Beste aller möglichen Welten, dann kommt der Totalitarismus oder dann kommt etwas viel Schlimmeres. Und weil diese Systemfrage nie gestellt wird, deswegen umgeht man strukturell Probleme und kann sie eigentlich nur noch dem Schein nach lösen, kann eigentlich nur noch Symptome behandeln und die Diagnose kann nur noch Symptome betreffen und nicht mehr die eigentlichen Ursachen. Und ich glaube, das ist, was sozusagen strukturell, was Hax da als eine Lüge versteht. Ich glaube, wenn wir das Wort Lügenpresse haben, dann haben wir ganz oft die Vorstellung, zum Beispiel die Amerikaner waren nicht auf dem Mond oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne? Und hier ist diese Lüge. Und ich frage mich wirklich, wem soll das helfen, sich irgendeinen Spezialfall herauszunehmen und da dann aufzuzeigen, da wurde jetzt gelogen oder nicht. Der entscheidende Komplex und die entscheidende Problematik ist eben, dass die Alternative verschwiegen wird und dass die Alternative gleichzeitig auch tabuisiert wird. Also nicht nur, dass nie davon die Rede ist, sondern dass gesagt wird, in dem Moment, wo wir in diese Richtung gehen würden, würden wir eigentlich alle Grundsätze verlassen, die irgendwie Menschlichkeit oder sowas wären. Also Menschlichkeit und Kapitalismus wird in Übereinstimmung gebracht, identifiziert miteinander. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem. Und ich würde Hax so lesen wollen, dass er auf so eine paradigmatische Lüge zu sprechen kommt und damit sagt, wenn man die Systemfrage nicht stellt, gibt es, dann behauptet man Alternativlosigkeit und Alternativlosigkeit ist sozusagen die strukturelle Lüge oder mit Orwell gesprochen, diese Grammophonplatte, die man immer wieder auflegt und die kann man dann überall, ob nun in der Sozialpolitik, in der Außenpolitik, in der Entwicklungspolitik, wo auch immer man dann jeweils ist und unterwegs ist, als Journalistin, als Politiker, da kann man das jeweils anwenden und in dem Moment, wo ich die Alternativlosigkeit habe, habe ich eigentlich eine Sackgasse vorgeschrieben. Und in die Sackgasse müssen alle reinrennen und ich kann nicht mehr sagen, vielleicht gibt es auch den Weg A oder den Weg B. Das hört sozusagen auf. Und so würde ich das lesen und ich würde sagen, das ist eine sehr richtige Analyse der bestehenden Verhältnisse, auch 30 Jahre nach Mauerfall. Wenn wir in die Zeit vor 30 oder vor 40, meinethalb auch vor 50 Jahren blicken, da war Zugang zu Medien natürlich in gewisser Weise mit relativ großem Aufwand verbunden. Eine Talkshow zu machen, das war keine Sache, die man irgendwie mal irgendwo machen konnte. Das war mit einem großen materiellen, technischen und personellen Aufwand verbunden. Das ist heute nicht mehr so. Heute kann jeder nach Belieben mit dem Telefon, das er bei sich trägt, ein Video drehen, seine Meinung kundtun. Es gibt entsprechende Verbreitungsformen, es gibt entsprechende Medien. Das heißt also doch eigentlich, das Korrektiv ist immer und überall. Stichwort soziale Medien. Jeder kann doch alles sagen, was er will, ohne dass es ihm verboten wird. Eine Chance oder eine Gefahr? Das ist immer sehr gut, dass immer diese Entweder-Oder-Fragen kommen. Wir müssen dialektisch denken. Na gut, also ich würde sagen, es ist dahingehend eine Gefahr, weil und zwar
durch die Berichterstattung der bürgerlichen Medien es eine Parallelöffentlichkeit sich dadurch auch bildet, in der wir inzwischen abstruse Verschwörungsmythologien haben, zum Beispiel von Reptiloiden oder irgendwelchen Außerirdischen, die die Menschheit beherrschen und UFOs und der Flat Earth Theorie, ja, also dass wir auf einer flachen Erde leben. Und da sieht man offensichtlich eine Wissenschaftsfeindlichkeit auch grassieren, die problematisch ist, weil sie tatsächlich, und das ist, glaube ich, das eigentliche Problem an diesen sogenannten alternativen Medien, das Problem ist nicht, dass sie kritisieren, das Problem ist nicht, dass sie in Zweifel ziehen, das Problem ist nicht, dass sie hinterfragen, das Problem ist nicht, dass sie Alternativen tatsächlich bilden zur bürgerlichen Presse, sondern das Problem ist einfach nur, dass sie tatsächlich alternative Fakten aufstellen, die sie genauso behaupten wie die bürgerliche Presse und die dann oft sogar noch abstrusere Züge annimmt, ja? Stichwort Flat Earth oder sowas. Und das Faszinierende ist, dass genauso wie die Seite der alternativen Medien der bürgerlichen Presse vorwirft, ihr seid Lügenpresse, und eure Leute glauben da jeglichen Unsinn. Genauso wirft die bürgerliche Presse, und zwar ähnlich zu Recht wie die alternativen Medien der bürgerlichen Presse, andersherum vor, ihr glaubt ja auch jeden Mist, der da erzählt wird. Und jetzt müsste man halt ein Tertium Dator haben, eine dialektische dritte Position, die sagen würde, weder die einen noch die anderen haben bislang sich mit Ruhm bekleckert. Natürlich gibt es Ausnahmen, natürlich gibt es sehr kluge und gut recherchierte und gute Internetportale, Podcasts, andere Varianten. Und es gibt auch sehr gute JournalistInnen, die sich entsprechend positionieren und die auch wirklich gute Arbeit leisten. Aber im Grunde sind beide Minderheiten in ihren jeweiligen Feldern und müssen sich gegen eine Mehrheit wehren, die so eine Art Gatekeeper sind und die sagen, aber guck auf dein Milieu, aber das kannst du doch nicht sagen und so weiter. Und das ist aber problematisch. Und das hat man auf beiden Seiten, ne? Das hatten wir zum Beispiel gerade zu Zeiten von Corona oder so ganz stark erlebt, ja, die einen waren dann die Leugner, ja, die einen waren also diejenigen, die sozusagen die Pandemie geleugnet haben. Und das war der Vorwurf sozusagen der Medien gegenüber den alternativen Medien. Und die anderen waren einfach diejenigen, die agitiert haben und dann die Wissenschaft waren, was auch ein Unsinn ist, ne? Also es gab nicht einfach diese zwei Positionen. Insofern glaube ich, alternative Medien können ein großes Potenzial haben, aber auch hier wieder bräuchte man eben alternative Medien, die Zusammenhänge ins Licht rücken, die versuchen, eine vernünftige Alternative aufzuzeigen zu dem Gesamtzusammenhang, den wir haben und die nicht ihrerseits auch wieder nur personalisieren. Ne? Also wenn zum Beispiel gesagt wird, also zu Corona-Zeiten wäre es zum Beispiel sehr naheliegend gewesen zu sagen, man hinterfragt die Verquickung von Pharmaindustrie und Gesundheitspolitik. Ja, das wäre für mich eine kapitalismuskritische Perspektive gewesen. Offensichtlich gibt es da Profiteure auch von dieser Politik. Das heißt nicht, dass die Pandemie nicht existiert oder irgendwas, sondern das heißt einfach, wie kann das sein, dass so viel staatliche Gelder in was fließen, die am Ende privatisiert werden? Oder wie kann es sein, dass ein Patentrecht darauf ausgeübt wird, was doch eigentlich allen gehören sollte, ist ja eigentlich pervers, ne, dass das Gesundheitssystem privatisiert wird. Diese Fragen wären absolut richtig gewesen. Die wurden auch von manchen gestellt, aber diese Art von Zusammenbringen fand weder in der bürgerlichen Presse meines Erachtens hinreichend statt, noch in den sogenannten alternativen Medien. Weil beide haben personalisiert, personifiziert. Also die alternativen Medien haben gesagt, der Bill Gates ist böse oder ne, irgendein Milliardär hat jetzt sozusagen die Welt im Griff. Und die bürgerlichen Medien haben gesagt, der Trump ist der Böse und der kontrolliert jetzt die Welt oder der Putin. Ne? Und beide funktionieren eigentlich sehr ähnlich. Beide personifizieren das Problem, statt strukturell analytisch vorzugehen und Zusammenhänge aufzuzeigen. Und beide erwarten eigentlich von ihrer Klientel sowas wie ein konformes Folgen und zu sagen, ah ja, okay, da ist also das Böse, da ist also das Böse. Ich habe es jetzt verstanden. Ich kann jetzt meine Welt aufteilen in Gut und Böse und ich bin auf der richtigen Seite. Insofern würde ich halt eben problematisieren, dass sie ganz oft auf dieselbe Art und Weise funktionieren und deswegen können die alternativen Medien keine Alternative zur bürgerlichen Presse bieten, genauso wenig wie die Alternative für Deutschland eine Alternative gegenüber der Bundesregierung bilden kann, weil sie eigentlich gar keine Alternative sind. Aber natürlich gibt es das Potenzial. Also es müssten eben mehr Leute vernünftigerweise antikapitalistisch gebildet sein, meines Erachtens. Eine marxistische Grundbildung könnte helfen. Und die bräuchten eine stärkere Stimme, ein stärkeres Gewicht. Und wenn die ein stärkeres Gewicht hätten, könnten sie auch mehr Leute überzeugen, dann könnten sich mehr Kollektivierungsstrukturen bilden und dann hätte man auch ein politisches Mitspracherecht wieder mehr. Aber solange das fehlt, hat man so ein bisschen mit Pest und Cholera zu tun. In Ihrem Buch, wir hatten das ja vorhin schon erwähnt, schlagen Sie eine neueste Linke vor oder eine Orientierung der neuesten Linken. Und Sie sagen unter anderem, die neueste Linke müsste sich der Tatsache bewusst sein, dass sie eigentlich 99% der Menschen vertritt.
Jetzt ist die Sache, dass die Linke sich dieser Tatsache bewusst sein müsste, die eine Seite der Medaille. Interessanter wäre es aber, ob die 99% sich dieser Tatsache auch bewusst werden. Oder auf den Punkt gefragt, wie wollen Sie denn zu den Leuten durchdringen? Genau, das ist im Grunde der Versuch dieses Buchs. Ich meine, zum gewissen Grad ist das natürlich, man kann natürlich immer sagen, es ist verhältnismäßig hoffnungslos. Dann würde ich eben sagen, das liegt an den kapitalistischen Strukturen und nicht an den paar linken Leuten, die noch was versuchen, ne? Aber grundsätzlich würde ich sagen, genau das ist das Problem. Also die Linke vertritt meines Erachtens objektiv die Interessen der Mehrheit, weil sie objektiv eine universalistische und solidarische Kraft ist und sich eben genau gegen Ausbeutung etc. stellt und damit deutlich die Mehrheit bildet, weil die Mehrheit der Menschen profitieren nicht von diesem System. Es ist immer eine Minderheit, die von diesem System profitiert. Das sind sie also objektiv. Jetzt müssen sie das nur den Leuten klar machen und da braucht man eben eine ideologiekritisch fundierte Medienkritik und auch eine ideologiekritisch fundierte Kulturpolitik, würde ich sagen. Also ich würde durchaus sagen, so sehr ich auch Marxist bin, wir brauchen ganz viel Kulturpolitik. Es reicht nicht aus, darauf zu vertrauen, irgendwann geht der Kapitalismus von alleine unter und irgendwann gibt es die Widersprüche innerhalb des Kapitalismus, akkumulieren so, dass er uns um die Ohren fliegt und dann haben wir wundersamerweise den Sozialismus. Dann haben wir dummerweise wahrscheinlich nicht den Sozialismus, sondern eher faschistische Tendenzen, solange die Leute nicht auf unserer Seite sind, ne? Und das heißt letztlich auf ihrer eigenen, weil die 99% ist eben diese objektive Interessenfrage. Ne? Und insofern kann man sagen, es ist ein bisschen hoffnungslos, man kann sagen, es ist etwas defensiv. Ich würde sagen, das ist das Beste, was wir im Moment tun können, in Westeuropa und in Deutschland zumindest. Es gibt andernorts natürlich nochmal andere Situationen, wo es eine stärkere Linke gibt, wo es eine größere Klarheit gibt, was Kolonialismus und Kapitalismus bedeuten und wie sie zusammenhängen etc. etc. Aber in diesem eingeschlafenen, antirevolutionären Deutschland ist das Beste, was wir meines Erachtens im Moment machen können. Und was wir viel mehr bräuchten, wäre eben eine linke Medienkritik zu machen und eine marxistisch fundierte Ideologiekritik und damit die Leute durchaus da abholen, wo sie sind, bei ihren Ängsten, bei ihrer Wut, bei ihrer Ohnmacht, aber das dann nicht zu projizieren auf irgendwelche Minderheiten, auf irgendwie Migranten, auf irgendwie Homosexuelle oder wen auch immer, der dann irgendeine Minderheit ist, sondern zu sagen, was wirklich das Problem ist. Wer ist ursächlich verantwortlich für eure Misere? Und das sind bestimmt nicht Migrantinnen, das ist eben das Großkapital etc. etc. Und da in diesbezüglich aufklärerisch zu wirken, ist, glaube ich, zumindest der Weg, den ich versuche zu beschreiten. Und ich hoffe natürlich auf viele, die sich parteienpolitisch engagieren, die sich bewegungspolitisch engagieren. Aber ich glaube, die Kulturpolitik ist immer ein Faktor, den man mitbedenken sollte. Bleibt letzten Endes, nachdem wir jetzt über das Funktionieren von Medien gesprochen haben und auch über Medienkritik gesprochen haben, bleibt letzten Endes eine Frage noch offen, nämlich die, was würden Sie denn den Konsumenten von Medien empfehlen, wie man sich den Medien gegenüber verhalten, wie man das konsumieren, wie man sich dem nähern sollte? Naja, also ich glaube tatsächlich, man kann ja dieses bürgerliche Weltbild dahingehend ernst nehmen, dass es bestimmte Ideale vertritt, diese Ideale aber nie umsetzt. Also eine der Ideale wären beispielsweise Mündigkeit, kritisches Denken, mehr hinterfragen, zu überlegen, welche Interessen stecken in welcher Berichterstattung unter Umständen mit drin. Sich zu fragen, wem nützt das jetzt gerade eigentlich, wenn was Bestimmtes gesagt wird und inwiefern deckt sich das mit meiner Erfahrungswelt? Das ist erstmal der erste wichtige Schritt, würde ich sagen. Mündigkeit und eine gewisse Distanz zu dieser gesamten Geschichte zu haben und kritisch reflektiert sich zu fragen, was da gerade gesagt wird und nicht sich von vornherein schon auf einer Seite einzuordnen. Weil es gibt überall Ausscherende, es gibt überall kritische Leute, die was versuchen und nach diesen Stimmen zu suchen, ist zum Beispiel eine gute Idee. Das wäre sozusagen das Fundament erstmal. Das zweite wäre, würde ich sagen, dass man auch probieren könnte und versuchen könnte, sich eben zu organisieren, zusammenzukommen und jeweils in dem Bereich, in dem man selber professionell tätig ist oder mit der Arbeit oder mit dem Beruf tätig ist, da zusammenzukommen und selber so eine Art Expertengemeinschaft zu dem eigenen Feld zu begründen, aber die dann von unten kommt. Eben nicht mehr dieses klassische haben, von oben kommt der Experte und der erklärt mir jetzt erstmal, wie die Welt funktioniert, sondern wir sind in einer zutiefst arbeitsteiligen Gesellschaft, wir sind in einer Gesellschaft, die sehr beruflich sehr weit ausgeprägt ist und wir können uns durchaus auch selbst organisieren als Expertenkreise und wir müssen nicht ständig die von oben uns abholen lassen. Das wäre so der zweite Punkt. Und der dritte könnte natürlich sein, wäre meine Empfehlung, da muss aber jeder selber gucken, wohin er mit ihrer Mündigkeit kommt. Und der Vernunft wäre eben, sich links alternativ zu informieren, wäre eben, sich Kapitalismus kritisch zu informieren, weil ich eben glaube, dass man ohne das die Probleme nicht angehen kann,
sondern nur Symptombehandlung machen kann. Und da gibt es durchaus noch welche, die jetzt im Moment beispielsweise auch stark unter zu wenig Abonnenten leiden. Und die kann man jetzt unterstützen, dass ein bisschen linke Gegenöffentlichkeit noch gerettet wird. Sich selbst zu informieren oder nach Alternativen oder nach anderen Quellen zu suchen, ist natürlich relativ mühselig. Ist mühseliger auf jeden Fall, als sich halt abendlich vor den Fernseher zu setzen oder die Zeitung mit den vier großen Buchstaben aufzuschlagen, die alles in mundgerechter oder in mundgerechter Form präsentiert. Leichte kleine Häppchen, die nicht in die Tiefe gehen. Was müssten denn, abschließende Frage, was müssten denn dann Linke vernünftigerweise tun, um die zu erreichen? Die halt nicht selber aktiv werden wollen. Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich fürchte, ich habe sie schon versucht zu beantworten, womit ich vielleicht mit meinem Latein auch schon am Ende wäre. Ich glaube einfach, also wir müssen uns, das ist immer die Sache, wir müssen uns irgendwie versuchen zu organisieren, auf allen Ebenen, beruflich, gewerkschaftlich, mit Betriebsräten. Wir befinden uns im Kapitalismus, das ist nicht die Lösung, ne, des Kapitalismus, aber zumindest erstmal, um ein Bewusstsein zu bekommen, dass man dieselben Interessen hat. Also herauszugehen aus diesem individualistischen Weltbild, in dem man selbst verantwortlich ist für alle Probleme und für die Armut und für bestenfalls auch noch die Depressionen und alles, was man so erlebt und erleidet in diesem Schweinesystem, sage ich mal, sozusagen auf sich selber zu beziehen. Das wäre schon mal gut, darüber hinauszukommen. Und das könnte jeder und jede, glaube ich, im eigenen Umfeld versuchen, das den Leuten klarzumachen. Und das kennen wir alle im Umfeld, dass es diese Prozesse gibt der Individualisierung und dessen, sich auf sich selbst zurückzuspiegeln. Und in den verschiedenen Fächern, in den verschiedenen Berufen, wo man ist, das wäre der eine Weg, sich da zu kollektivieren und zu organisieren und zu politisieren. Und der andere Weg wäre eben, das politisch zu machen, das auf der Straße zu machen und insgesamt zu versuchen, eine Gegenöffentlichkeit zu bilden. Das wären zumindest die Versuche. Die Tat muss optimistisch sein und sozusagen die Analyse der Welt ist meist pessimistisch, aber das liegt nun mal nicht an uns als Subjekten, sondern hat ja mit der objektiven Wirklichkeit leider auch viel zu tun. Dann nehme ich mir an dieser Stelle das letzte Wort. Und verstehe das als Plädoyer, Hacks beim Wort zu nehmen, der sagte, der Geisteskrieg verheert, wenn er nicht geführt wird. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Herr Meißner. Danke Ihnen.